Die Gläser wurden sorgfältig in ausgepolsterte Kisten verpackt, mit Zwirn verschnürt und auf Pferdewagen zum Hafen gebracht. Ein gutes Dutzend Matrosen war einen ganzen Tag damit beschäftigt, die kostbare Ware unter Deck zu bringen. Der Professor persönlich überwachte die Verladung, wütete und tobte dabei, denn durch eine unvorsichtige Bewegung war schon ein schönes Exemplar von Acephalie zerstört worden. Ein sehr seltenes Schaustück. In der Regel sammelte er keine Verirrungen der Natur, sondern war bemüht, Schönheit und Harmonie des Körpers zu zeigen. Jetzt war die Glasglocke zu Bruch gegangen. Die berühmte Konservierungsflüssigkeit ergoss sich aufs Pflaster und versickerte zwischen den Steinen. Das Präparat rollte über die schmutzigen Pflastersteine und barst an zwei Stellen. Auf einer Glasscheibe sah man nur noch das schwarz umrandete Etikett, auf das die Tochter des Professors in sorgfältiger Schönschrift geschrieben hatte: Monstrum humanum acephalum. Ein seltenes Stück, untypisch, schade. Der Professor wickelte es in ein Tuch und humpelte damit nach Hause. Vielleicht ließ sich noch etwas damit machen. Was für ein trauriger Anblick, der leere Raum, wo die verkaufte Sammlung gestanden hatte. Professor Ruisch ließ die Augen lange darüber gleiten und bemerkte dunkle Flecken auf den Holzregalen, die flachen Bodenumrisse der dreidimensionalen Gläser, Spuren im allgegenwärtigen Staub. Nicht mehr als die Flächenmasse der Gefäße, ohne den kleinsten Hinweis auf den Inhalt. Er ging schon auf die 80 zu. Die Sammlung war das Ergebnis seiner Arbeit der letzten 30 Jahre. Er hatte ziemlich früh angefangen. Man kann ihn auf dem Bild eines gewissen Backers sehen. Damals war er 32 Jahre alt und hielt die besten Anatomievorlesungen in der Stadt. Dem Maler ist es gelungen, den besonderen Gesichtsausdruck des jungen Ruisch festzuhalten. Selbstsicherheit und kaufmännische Schleue. Ja, der zur Vivisektion vorbereitete Körper, der in perspektivischer Verkürzung dargestellte Leiche eines jungen Mannes, ist frisch. Dieser Körper sieht lebendig aus. Die Hautfarbe ist milchig-rosig, nichts erinnert an eine Leiche. Das angewinkelte Knie lässt an einen Menschen denken, der sich nackt auf den Rücken legt, doch instinktiv die Schamzone vor den Blicken fremder Menschen schützt. Das ist der Körper des hingerichteten Diebes Joris van Ipperen. Die in schwarz gehüllten Chirurgen stehen in beunruhigendem Kontrast zu diesem schamhaften, wehrlosen, toten Körper. Der Professor führt vor, worauf er 30 Jahre später seinen Ruhm gründete. Die von ihm ausgedachte Mixtur, mit der sich die Frische des Gewebes lange bewahren lässt. Die Flüssigkeit, in der Ruisch seltene anatomische Präparate haltbar macht, hat wahrscheinlich dieselbe Zusammensetzung. Er ist zwar guter Gesundheit, doch in der Tiefe seines Herzens ahnt er, dass ihm die Zeit fehlen wird, sie neu zu mischen. Und das bereitet ihm Kummer. Die Tochter des Professors, eine ihm völlig ergebene 50-Jährige mit zarten Händen in cremefarbenen Spitzenmanschetten, weist gerade Mädchen zum Saubermachen an. Kaum jemand weiß noch, wie sie mit Vornamen heißt. Die Tochter von Professor Ruisch oder Fräulein, wie die Putzmägde zu ihr sagen, reicht ihr vollkommen. Aber wir kennen ihren Namen, Charlotta. Sie ist befugt, für ihren Vater Dokumente zu unterzeichnen. Und die Unterschriften der beiden sind nicht voneinander zu unterscheiden. Doch ihrer zarten Hände, der Spitzen und ihres umfangreichen Wissens auf dem Gebiet der Anatomie ungeachtet, wird sie nicht so wie ihr Vater in die Geschichte eingehen. Sie wird nicht unsterblich wie er, wird weder im Menschengedenken noch in Lehrbüchern einen Platz haben. Die Präparate, die sie mit so großer Hingabe anonym angefertigt hat, werden sie überdauern. All diese schönen, zarten Föten, die in goldfarbener Flüssigkeit, in stygischen Wassern, ihr stilles, paradiesisches Dasein führen, werden sie überleben. Die kostbarsten von ihnen, selten wie Knabenkraut, haben ein zusätzliches Paar Hände oder Füße, denn im Unterschied zu ihrem Vater ist sie von dem fasziniert, was unvollkommen und krankhaft ist. Von
von Mikrozephalen, die sie von bestochenen Hebammen besorgen konnte, oder gargantuesk wuchernden Därmen, die sie von Chirurgen bekam. Provinzmediziner boten der Tochter von Professor Ruisch besonders seltsame Geschwulste zum Kauf an. Fünfbeinige Kälber, die Föten siamesischer Zwillinge, die am Kopf zusammengewachsen waren. Doch am meisten hat sie den städtischen Hebammen zu verdanken. Sie war eine gute Kundin, auch wenn sie zu handeln verstand. Der Vater hinterlässt das Geschäft ihrem Bruder Henrik. Und er ist es auch, der sich auf dem Gemälde befindet, das 13 Jahre nach dem ersten entstand. Dieses Bild sieht Charlotta jeden Tag, wenn sie die Treppe hinuntergeht. Es zeigt ihren Vater schon als gestandenen Mann mit sorgfältig gestutztem spanischem Bärtchen und Perücke. Diesmal hebt er die mit einem Chirurgenmesser bewaffnete Hand über dem offenen Körper eines Säuglings. Die Bauchdecke ist schon ordentlich auseinandergeklappt und legt die Organe im Leibesinnern frei. Charlotta assoziiert damit ihre Lieblingspuppe, die ein blasses Porzellangesicht hat und einen sägespan gefüllten Torso aus Lappen. Sie hat nicht geheiratet. Das wurde akzeptiert, denn sie widmete sich ja dem Vater. Sie wird keine Kinder haben, außer den schönen Blassen, die in Alkohol schwimmen. Sie hat immer bedauert, dass ihre Schwester Rachel, die mit ihr an der Anfertigung der Präparate gearbeitet hat, verheiratet wurde. Doch Rachel hat es immer mehr zur Kunst als zur Wissenschaft gezogen. Sie wollte die Hände nicht in Formalin tauchen und von Blutgeruch wurde ihr schlecht. Dafür verzierte sie die Gläser für die Präparate mit Blumenmotiven. Sie entwarf auch Kompositionen aus Knochen, vor allem den ganz kleinen, denen sie dann nachher außergewöhnliche Namen gab. Doch mit ihrem Mann zog sie nach Haag und Charlotte blieb allein zurück. Die Brüder zählen ja nicht. Sie fährt mit dem Finger über die Oberfläche eines Regalbretts und hinterlässt darauf eine Spur. Gleich werden die Wischlappen der Reinemach-Mädchen sie tilgen. Es tut ihr sehr leid um die Sammlung, der hat sie ihr ganzes Leben gewidmet. Sie wendet den Kopf zum Fenster, damit die Dienstmädchen ihre Tränen nicht bemerken. Draußen sieht sie den alltäglichen Betrieb der Stadt. Sie fürchtet, dass die Gläser dort im fernen Norden nicht fachgerecht aufbewahrt oder gelagert werden. Der Lack, der die Deckel abdichtet, bekommt unter dem Einfluss der Dämpfe der Konservierungsmischung manchmal Sprünge, dann verfliegt der Alkohol. Das hat sie alles auf Lateinisch in einem langen, detaillierten Brief aufgeschrieben, den sie der Sammlung beigelegt hat. Aber können Sie dort überhaupt Latein lesen? Heute schläft sie nicht ein. Sie macht sich Sorgen, als hätte sie die eigenen Söhne auf die Reise zu einer fernen Universität entlassen. Aus Erfahrung weiß sie jedoch, dass die beste Arznei gegen Sorgen die Arbeit ist. Die Arbeit an sich, die Annehmlichkeit und Belohnung darstellt. Sie bringt die schwätzenden Mädchen zum Schweigen, die sich vor ihrer strengen Erscheinung fürchten. Bestimmt denken sie, dass jemand wie sie direkt in den Himmel kommt. Aber was braucht sie den Himmel? Was soll sie im Himmel der Anatomen? Er ist dunkel und eintönig. Sie stehen dort unbeweglich in Gruppen. Nur Männer in dunklen Kleidern, die sich kaum vom umgebenden Dämmerlicht abheben. Vor ihnen eine aufgeschnittene Leiche. Auf ihren im Widerschein der weißen Kragen blass leuchtenden Gesichtern lässt sich ein Ausdruck von Zufriedenheit, ja sogar Triumph erkennen. Sie ist eine Eigenbrötlerin. Sie braucht keine Menschen um sich. Deshalb bereiten ihr Kränkungen keinen Kummer und Erfolge keine Freude. Jetzt räuspert sie sich laut, um sich Trost zuzusprechen und geht davon, wobei sie mit ihren Röcken eine Staubwolke aufwirbelt. Doch sie geht nicht nach Hause, es zieht sie in die entgegengesetzte Richtung, zum Meer hin, in den Hafen. Und bald darauf erblickt sie die hohen, schmalen Masten der Ostindien-Kompanie. Sie liegen vor Anker, kleine Boote eilen zwischen ihnen hin und her und bringen die Ware an Land. Die Fässer und Kisten tragen das aufgestempelte Zeichen der VOC. Braungebrannte Männer mit entblößtem, schweißglänzendem Oberkörper tragen Kisten mit Pfeffer, Nelken und Muskatnuss über die Fallrebs. Der salzige Fischgeruch des Meeres ist hier mit Zimtduft gewürzt. Sie geht am Ufer entlang, bis sie in der Ferne den Dreimaster des russischen Zaren entdeckt,
Den will sie so schnell wie möglich hinter sich lassen, will ihn weder anschauen noch sich vorstellen, wie die Gläser dort in einem schmutzigen, nach Fisch stinkenden Laderaum stehen, wie fremde Hände sie berühren, wie sie dort viele lichtlose Tage verbringen müssen, in denen kein Menschenauge sie betrachtet. Sie beschleunigt den Schritt und gelangt zu den Docks, wo die Schiffe liegen, die sich anschicken, den Anker zu lichten und bald auf dänischen und norwegischen Meeren segeln werden. Diese Schiffe sehen ganz anders aus als die der Kompanie. Sie sind prächtig, bunt bemalt, tragen Galionsfiguren wie Sirenen und andere mythologische Gestalten. Sie wird Zeuge einer Musterung. Zwei schwarz gekleidete Beamte mit braunen Perücken sitzen an einem langen Tisch am Ufer. Davor steht eine Gruppe Männer, die anheuern wollen, langschädelige Fischer aus den umliegenden Dörfern, zerlumpt und stoppelbärtig, seit Ostern nicht gewaschen. Ein verrückter Gedanke schießt ihr durch den Kopf. Sie könnte abgerissene Männerkleider anziehen, die Arme mit stinkendem Öl beschmieren, ihr Gesicht damit dunkler machen, die Haare abschneiden und sich auch in diese Reihe stellen. Die Zeit nivelliert gnädig die Unterschiede zwischen Frau und Mann. Sie weiß, dass sie keine Schönheit ist, dass sie mit ihren schon schlaffen Wangen und dem von zwei Falten umklammerten Mund für einen Mann gehalten werden könnte. Säuglinge und alte Leute sehen alle einander ähnlich. Was hält sie davon ab? Das schwere Kleid, die vielen Unterröcke, die unbequeme Haube, die ihre unansehnlichen Haare fest frisiert hält, ihr alter verrückter Vater, seine Anfälle von Geiz, wenn er mit knochigem Finger die Münzen für den Haushalt über die hölzerne Tischplatte zuschiebt, der in seinem sorgsam maskierten Wahnsinn schon beschlossen hatte, dass sie jetzt alles ganz von vorne anfangen würden. Sie solle sich bereithalten. Im Laufe weniger Jahre würden sie die Sammlung wieder aufbauen, die Hebammen bezahlen, damit sie jederzeit bereitstünden und keine Missgeburt oder Fehlgeburt vergeudet würde. Morgen könnte sie an Bord gehen. Sie hatte gehört, dass die Kompanie noch Matrosen brauchte. Sie würde eines der Boote besteigen, das sie nach Texel bringen würde, wo eine ganze Flotte stand. Die Schiffe der Kompanie wölben sich breit mit großen Bäuchen. Stämmige Schiffe, die möglichst viel Seide, Porzellan, Teppiche und Gewürze in sich aufnehmen können. Ein großer Mund stünde dann auch noch gut. Entenschnäbel sind so raffgierig. Sie würde matt, niemand würde etwas merken. Sie ist ziemlich groß und kräftig. Die Brust würde sie mit einer Leinenbinde flach drücken. Und selbst wenn es herauskäme, dann wären sie schon auf hoher See auf dem Weg nach Ostindien. Was könnte man ihr schon tun? Sie könnten sie höchstens an einem zivilisierten Ort von Bord schicken, zum Beispiel in Batavia, wo angeblich, das hatte sie auf Stichen gesehen, die Affen in Scharen herumlaufen und auf den Dächern sitzen, wo das ganze Jahr über Früchte reifen wie im Paradies und wo es so warm ist, dass man nicht mal Strümpfe trägt. So denkt sie, so fantasiert sie. Doch dann zieht ein großer, breitschultriger Mann ihre Aufmerksamkeit auf sich. Seine Schultern und Arme, sein nackter Oberkörper sind voller Tätowierungen, bunte Bilder von Schiffen, Segeln, spärlich begleiteten dunkelhäutigen Frauen. Als trüge dieser Mensch die Geschichte seines Lebens auf dem eigenen Körper verzeichnet. Wahrscheinlich stellen die Bilder seine Reisen und Geliebten dar. Charlotte kann den Blick nicht von ihm wenden. Der Mann schultert große Ballen, die in graue Leinwand gehüllt sind, und trägt sie über das Fallreb auf ein kleines Boot. Er spürt wohl ihren Blick im Rücken, denn er mustert sie flüchtig. Weder lächelt er, noch schaut er schief. Sie ist für ihn nicht attraktiv. Ein altes Mädchen in Schwarz, doch sie ist wie gebannt von seinen Tätowierungen. Auf seinem Oberarm entdeckt sie einen bunten Fisch, einen großen Wal, und im Spiel der Muskeln des arbeitenden Matrosen kommt es ihr vor, als sei dieser Wal lebendig, als lebe er in einer einmaligen Symbiose mit diesem Menschen, auf seiner Haut, für immer an ihn geheftet, auf einer unendlichen Reise vom Schulterblatt zu seiner Brust. Dieser große, schwere Körper beeindruckt sie sehr. Sie fühlt, wie ihre Beine langsam und schwer werden, wie ihr Körper sich von unten öffnet, sich, so empfindet sie es, diesen Schultern, diesem Walfisch öffnet. Sie presst die Zähne zusammen, bis es in ihrem Kopf dröhnt. Sie macht sich auf den Weg nach Hause, am Kanal entlang. Aber nach kurzer Zeit
verlangsamt sie den Schritt und bleibt stehen. Sie hat das merkwürdige Gefühl, dass das Wasser über die Straßenkante schwappt. Ganz sanft zuerst schickt es kleine Wellen aus, den Ort zu erkunden, in den es sich ausdehnen will. Dann drängt es sich kühner vor, ergießt sich auf das Pflaster und sickert zwischen die Steine, erreicht nach kurzer Zeit die Treppenstufen der Häuser. Charlotte fühlt die Schwere des Elements ganz deutlich. Ihre Röcke saugen sich voll mit Wasser, werden bleiern, sie kann sich nicht mehr bewegen. Sie spürt diese Flut in jedem Zoll ihres Körpers und sieht, wie die erstaunten Boote gegen die Bäume stoßen. Immer hatten sie den Bug gegen die Wellen gerichtet. Jetzt haben sie die Orientierung verloren. Im Morgengrauen des nächsten Tages lichtete das russische Segelschiff mit der sorgfältig im Laderaum verstauten Sammlung den Anker und stach in See. Glücklich brachte es die dänische Meerenge hinter sich und nach wenigen Tagen nahm die Ostsee es in Empfang. Der Kapitän war gut gelaunt. Er sann über den Kauf des von niederländischen Handwerkern wunderbar angefertigten Telluriums nach, denn das hat ihn immer mehr interessiert als das Segeln. Und im Innersten seines Herzens wäre er lieber Astronom oder Kartograf geworden. Jemand, der über die Grenzen des unseren Augen und unseren Schiffen zugänglichen Raums hinausreicht. Ab und zu stieg er in den Laderaum hinab, um sich davon zu überzeugen, dass die kostbare Ladung unbeschadet an Ort und Stelle war. Doch dann, in der Gegend von Gotland, änderte sich das Wetter. Nach einem nicht allzu heftigen Gewitter legte sich der Wind, die Luft über dem Wasser blieb stehen und die letzte Augustwärme verwandelte sich in einen großen atmosphärischen Bernstein. Die Segel hingen schlaff und so blieb es mehrere Tage. Um die Mannschaft irgendwie beschäftigt zu halten, ließ der Kapitän sie die Leinen ab- und aufwickeln, das Deck scheuern und abends zur Musterung antreten.